Hey Handwerker, willkommen in der Tool Group. In diesem Video haben wir eine Winkelschleifer-Neuheit für euch. Und zwar den GWS 18V-180 PC von Bosch. Der ist zwar kleiner und er ist leichter als seine Winkelschleifer-Konkurrenten, aber aufgrund dieser Schnitttiefe, die man mit diesem Blatt erzielen kann, steht der dem Großen in wirklich nichts nach. Und wie sich das Gerät in der Praxis schlägt, dem geht unser Tool Group-Profi Spengler TV jetzt nach. Der sägt ein paar Blechprofile und Rohre und ich bin schon gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ein herzliches Hallo auch von mir hier in der Tool Group und ja, mir ist es heute ein bisschen frisch hier in der Werkstatt. Sind noch recht schattige Temperaturen, aber wir heizen mal richtig ein und zwar mit dem GWS 18V 180 PC von Bosch. Wir haben hier eine Neuheit und zwar ein 180 mm Sägeblatt oder Trennblatt von Bosch hier mit einem Winkelschleifer, der ordentlich Power hat, hoffe ich mal. Das werden wir nachher gleich testen. Das Gerät, das liegt super in der Hand, also von dem her im Vergleich mit unserem guten alten Winkelschleifer, der kabelbetrieben ist, sind es schon ein paar Gramm weniger. Ja, man sieht es jetzt hier auch von der Größe. Der Unterschied zu einer 230er Scheibe ist dann schon relativ groß gegenüber dem, was wir sonst so haben. 125 mm, ja, 230 mm, 180 mm dazwischen. Für so mittelschwere Arbeiten ist das bestimmt eine ganz gute Sache. Man hat ja auch den Vorteil, dass man dann dementsprechend tiefer ins Material eintauchen kann. Und das ist für manche Dinge, denke ich mal, eine ganz gute Sache. Das werden wir nachher noch mal ein bisschen testen. Ich möchte mal noch ein bisschen was zum Gerät zeigen, zur Anwendung. Wenn man jetzt hier Blatt wechseln möchte, haben wir hier natürlich den Feststellknopf. Können dann unsere Scheibe auch wechseln. Und dann kommen wir hier unten auch prima dran an die Arretierung von dem Schutz. Auf jeden Fall immer die Stromquelle trennen, bevor man hier rumhantiert. Und der ist schön einstellbar, rastet dann ein. Sieht sehr solide aus und den kann man auch einfach rausnehmen, wenn man hier mal was reinigen sollte oder was auch immer. Eine sehr praktische Sache. Ich habe hier eine Trennscheibe, die für Edelstahl gedacht ist. Also das ist eine sehr dünne Trennscheibe. Was hatten die? Ja, kann ich wieder super lesen. 1,6 mm und wenn wir die jetzt hier reinmachen, können wir die natürlich wieder schön festdrehen, anziehen und dann müsste das passen. Genau. Den Griff, den können wir natürlich auch hier rausschrauben, auf der anderen Seite reinschrauben, falls das mal erforderlich sein sollte. Was wir noch haben, stecken wir den Akku wieder rein. Wir haben unten noch für die 5 Ampere Akkus hier eine Belüftung, damit die immer ordentlich gekühlt sind. Die saugen ja schon ordentlich Strom daraus und damit die hier gekühlt sind, haben wir hier die Lüftung mit einem kleinen Feinstaubsieb nochmal abgedeckt auf beiden Seiten. Ist eigentlich sehr gut gelöst, dass da hier ordentlich Luft reinkommt und das Ganze aber dann doch noch von Staub geschützt ist. Ja, auch Metallspänen und so weiter können dann nicht ins Gerät reinfliegen und ja, ab und zu mal ein bisschen reinigen wäre vielleicht kein Fehler, aber ist hier eigentlich echt gut gelöst. Was wir hier noch haben, ist der Knopf, der kann jetzt hier nicht betätigt werden. Der hat hier noch einen kleinen Sicherungsschalter. Und dann geht es los und das finde ich eigentlich sehr praktisch. Der kann hier ganz einfach umgelegt werden. Von dem her, ja, coole Sache. Jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen Heavy Metal und zwar ein bisschen. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt trennen wir mal ein bisschen was ab, machen wir ein bisschen Heavy Metal klein. Gehen wir mal hier zum Schraubstock. So, ihr solltet jetzt natürlich auf jeden Fall was auf die Augen und auf die Ohren anziehen. Sicherheit geht vor. Und euer Material, das sollte man auch ordentlich festspannen, damit es da keine Probleme nachher beim Abtrennen gibt. Ja, und ich habe jetzt hier mal so einen Edelstahl. Die Wandung, die dürfte so 1,5 oder 2 mm sein. Schauen wir mal, wie der Gute sich hier durcharbeitet. Wow, also das ging jetzt schon mal richtig gut. Das ging jetzt schon mal ab wie durch Butter. Durch das dicke Material hat man da wirklich geschnitten wie mit einer kabelbetriebenen Maschine, wie von der Steckdose. Das war eigentlich echt cool hier, wie das so auf einen Rutsch durchgeschnitten hat hier. Das habe ich jetzt nicht so erwartet. Echt schon mal richtig cool. Ich habe jetzt trotzdem mal ein Stück Zinkrohr noch mal aus dem Lager geholt, so einen kleinen Abschnitt, wo ich mal ein kleines Stück abtrennen werde. Ja,
So, also das hat jetzt auf jeden Fall auch schon mal ganz gut funktioniert. Vielleicht ein bisschen schräg abgeschnitten, aber das müsst ihr mir jetzt ein bisschen nachsehen. Liegt auch an der dünnen Trennscheibe, da gibt es ja spezielle Sägeblätter auch für Metall. Haben wir ja auch schon mal ein schönes Video drüber gemacht und mit den Metallblättern, da hat man dann wirklich gerade Schnitte und auch nicht so eine große Gratbildung. Was ich jetzt aber cool fand, das war jetzt hier wirklich die halbe Breite oder den halben Querschnitt vom Rohr, den hat man ja dann schon durchgetrennt hier mit dem 180er Blatt. Finde ich eigentlich jetzt echt eine coole Sache und sehr praktisch. So, also ich war echt angenehm überrascht von dem Teil. Das ging echt durch wie nix durch das Edelstahl. Damit habe ich gar nicht so richtig gerechnet. Aber echt ein cooles Teil. Mit den 180 mm hat man auch die Option, dass man da wirklich tief eintauchen kann. Habe ich ja gezeigt bei dem Metallrohr zum Beispiel. Da ist mir schon die halbe Breite dann eingetaucht ins Material. Und beim nachträglichen Durchlesen von der Gebrauchsanleitung habe ich noch mitgekriegt, dass die Griffe hier vibrationsdämpfend sind. Das heißt, wenn man jetzt hier mal lang arbeiten muss, zum Beispiel mit einer Schrubbscheibe, irgendwie in Stahl oder was weiß ich was bearbeiten, dann kann man hier auch ermüdungsfrei arbeiten. Mit einem 5,5 Ampere Akku habt ihr dann auch genügend Power hier an Bord. Und durch den Brushless Motor habt ihr auch eine wartungsfreie Maschine. Also ein cooles Teil, behalte ich am liebsten gleich hier und gehe zurück zu Volker. Wäre dieser Winkelschleifer vielleicht was für deine Werkstatt zu Hause? Und wenn ja, wie und für was würdest du den denn jetzt einsetzen? Schreib uns das doch gerne in die Kommentare und natürlich auch, falls du noch Fragen hast. Damit du in Zukunft kein Video verpasst, abonniere gerne unseren Kanal und weiterhin viel Spaß beim Handwerken. Bis zum nächsten Mal, mach's gut und join the group.